Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video möchte ich mir mal mit euch die besten Animationen im Spiel anschauen. Denn ich habe auch einen Zweitkanal, auf dem ich jeden Tag zwei Animationen aus JWE 2 poste. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und deshalb habe ich mittlerweile echt schon viele Animationen gesehen. Und in diesem Video möchte ich mir nochmal mit euch die allerbesten gemeinsam anschauen und darüber sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Und die erste Animation ist vom Carnotaurus. Nämlich ist das die gemeinsame Fressen-Animation. Und das ist so cool. Er wirft einfach das Fleisch auf den Kopf. Und snackt es dann vom Kopf runter. Findet der andere Kano gar nicht gut. Aber eine sehr, sehr coole Animation. Ihr könnt es jetzt nochmal sehen. Fleisch liegt auf dem Kopf. Und das merkt er sich. Und als nächstes haben wir hier den Indoraptor. Und zwar ist das die Sozialisieren-Animation. Normalerweise ist er ja ein Einzelgänger. Aber man kann ihn auch so modifizieren, dass er sich verträgt mit seinem Artgenossen. Dann werdet ihr gleich sehen, wie das Sozialisieren so aussieht. Sieht nicht ganz so nett aus. Hier seht ihr das Ganze nochmal. Und als nächstes haben wir nochmal den Carnotaurus, nämlich bei der Jagd auf einen Parasaurolophus. Es wird übrigens öfter der Fall sein, dass wir hier die gleichen Dinosaurier sehen, wie zum Beispiel hier den Kano oder den Indoraptor. Weil, bestimmte Dinosaurier haben viele einzigartige Animationen und die sind natürlich dann immer meistens am coolsten. Das hier ist auch eine richtig nice Animation. Er rammt ihn hier wirklich ohne Rücksicht auf Verluste um. Bei dem Manöver könnte er sich halt auch easy selber verletzen. Das sieht schon echt brutal aus. Dann der Genickbiss und dann stellt er noch so cool das Bein auf den Bauch. Und als nächstes haben wir hier schon den Kampf der Giganten. Die beiden Killermaschinen von Dr. Wu. Indoraptor gegen Indominus Rex. Und achtet jetzt gleich mal auf diese Animation. Der Angriff von dem Indoraptor. Finde ich mega cool. Der läuft so richtig schön mit seinen Krallen am Körper von Indominus Rex entlang. Aber der Indominus Rex hat sich hier gerade behauptet, so wie es aussieht. Und jetzt geht das Duell weiter. Und jetzt sehen wir hoffentlich gleich die Animation, die ich euch zeigen wollte. Genau diese hier. Ganz schön brutal, wie der Indominus Rex hier kurzen Prozess macht. Und ihn komplett hin und her geschleudert und auseinandergenommen. Jetzt seht ihr das Ganze nochmal. Echt eine krasse Animation. Und jetzt kommt mal der Suchomimus dran. Nämlich ist er hier gerade auf der Jagd nach einem Homalocephale. Dem kleinen süßen Beutetier, der eigentlich immer das Opfer spielt. Die Animation ist auch super brutal. Er packt ihn sich und schleudert ihn mit voller Wucht auf den Boden. Aber ich glaube, das ist immerhin kurz und schmerzlos. Richtig zerscheppert. Da liegt er.
Und jetzt schauen wir uns einmal eine Interaktion zwischen Flug- und Landdinosaurier an, nämlich Pteranodon und Velociraptor. Dort gibt es auch eine sehr coole Kill-Animation. Hat man leider jetzt durch den Baum nicht ganz so gut gesehen. Ich habe jetzt mal den Wald ein bisschen entfernt, damit wir es besser sehen können. Manchmal dauert das ein bisschen, bis die Animation einrastet. Das sieht immer ein bisschen komisch aus. Aber dann seht ihr das auch mal. Versuchen wir halt jetzt gerade einen guten Ort zu finden. Ich hoffe nicht hier im Wald. Na kommt. Also der Raptor hackt ihn hier ganz gekonnt am Bein und macht dann einen Genickbiss. Also der Indoraptor ist dann nochmal eine Nummer brutaler als der Velociraptor. Der zerfleischt ihn ja förmlich und wirft ihn weg. Killermaschine. Jetzt sehen wir mal einen Dinosaurier auf einen Menschen losgehen, nämlich einen Dilophosaurus. Der hat sich schon sein Ziel ausgesucht und wird ihn jetzt auf eine coole Art und Weise erlegen. Schubst ihn zu Boden und macht ihm nochmal Angst ohne Ende. Und dann gibt es einen schönen Kehlenbiss und das war's. Ich finde das besonders cool, wie er ihn noch vorher die ganze Zeit anfaucht und mit seinem Fächer nochmal Angst macht, bevor er ihn dann finisht. Hier haben wir jetzt eine Kampfanimation zwischen Deinonychus und Pachycephalosaurus. In dem Fall hier setzt sich der Pachy mit einer ordentlichen Kopfnuss durch. Dann haben wir hier einmal den Compsognathus, der versucht von dem Herrerasaurus zu kommen. Einmal kann er ausweichen, beim zweiten Mal leider nicht mehr. Und das war's für ihn. Und jetzt seht ihr gleich eine Animation, die man echt selten zu Gesicht bekommt, weil die einfach so schnell vonstatten geht. Nämlich wie zwei Flugsaurier einander bekämpfen und töten. In dem Fall sind es zwei Geostenbergia. Und zu guter Letzt haben wir nochmal den Carnotaurus gegen den Homalocephale. Achtet bei dieser Animation besonders auf den Sound. Schon witzig, wie der stirbt. Er snackt ihn dann auch mit einem Haps weg. Und ja, Leute, das soll es jetzt auch mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, die Art von Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Dann kann ich gerne noch weitere Videos dieser Art produzieren. Falls ihr mehr Animationen von JWE sehen wollt, dann schaut gerne auf meinem Zweitkanal vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.